Heute schauen wir das Thema Minimum Control Speed für Single-Engine-Flugzeuge an. Viele werden jetzt denken, ja, das gibt es gar nicht, das ist VMCA, das gilt nur für zweimotorige Flugzeuge. Aber ich werde heute euch zeigen, dass das auch für Single-Engine-Flugzeuge mit Propeller und Kolbenmotor gilt. Ich habe das Ganze hier mal im Simulator vorbereitet. Wir befinden uns kurz vor der Stall Speed, aber das Flugzeug hat noch fast volle Leistung, ist also flugfähig. Wenn wir den Anstellwinkel weiter erhöhen, verlieren wir schrittweise die Kontrolle über das Flugzeug. Das heißt, die aerodynamischen Ruderkräfte reichen nicht mehr aus, die entstehenden Momente des Propellers, des Motors und der ausschlagenden Ruderflächen auszugleichen. Nun, wann spielt das eine Rolle für uns? Zum Beispiel, wenn wir im Endanflug eine missglückte Landung produzieren, respektive wenn wir einen Go-Round zu spät einleiten. Das hat nichts zu tun mit einem Stall, sondern wir sind in einem Geschwindigkeitsbereich des Slow Flights und der Slipstream B-Factor, je nachdem auch die Präzision, verursachen einen unkontrollierten Zustand. Zusätzlich kommen hinzu, dass fehlerhafte Inputs des Piloten die Sache nur verschlimmern. Vor allem denke ich da an den Querrudereinsatz. Dieser verursacht nämlich nicht nur Auftrieb auf der jeweiligen Seite, sondern auch einen erhöhten Widerstand. Und deshalb kann es passieren, dass mit ausgeschlagenem Querruder nach unten dieser Bereich des Flügels zum Teil schon im Stall ist und unerwünschte Richtungsänderungen des Flugzeuges verursacht. Das sehen wir in diesem Beispiel. Da verliert der Pilot die Kontrolle so knapp über dem Boden, obwohl er Vollgas hat. Also er ist unter dem Minimum Control Speed. Hier ein weiterer Anflug. Normale Final Approach Speed für die Piper Archer im Endanflug 66 Knoten. Der Pilot verbockt die Landung, entscheidet sich für einen Go-Round. Wir haben Seitenwind von links, was die ganze Sache erschwert. Er gibt Full Power, hat einen hohen Anstellwinkel und verliert durch das Torque die Kontrolle. Das Flugzeug will nach links, er versucht zu korrigieren und verschlimmert die Sache nur. Wir sehen das Ganze hier von vorne. Der Pilot gibt Full Power, zieht das Flugzeug in die Höhe und während diesem Manöver, wie man jetzt hier sieht, verliert er die Kontrolle über das Flugzeug. Also in diesem Zustand haben wir volle Leistung, das heißt wir haben volles Motordrehmoment. Das drückt den Flieger nach links. Wir haben den P-Faktor vom abschlagenden Propellerblatt, welches mehr Vortrieb leistet. Das drückt den Flieger auch nach links. Zusätzlich haben wir den Slipstream. Der drückt das Flugzeug Heck nach rechts, also die Nase auch nach links. Und wir haben noch den Seitenwind, der den Slipstream-Effekt, respektive das Seitenruder, nochmals nach rechts drückt. Das heißt, die Flugzeugnase geht auch nach links. Das heißt, die aerodynamischen Kräfte an den Rudern reichen nicht mehr aus, die Flugsituation zu kontrollieren. Und das Flugzeug wird in diesem Moment unkontrollierbar. Die Minimum Control Speed bei einem einmotorigen Flugzeug ist alleine abhängig von der Motorleistung. Das heißt, Minimum Control Speed Single Engine verschiebt sich mit entsprechender Motorleistung. Das heißt, sie wird erhöht bei vollem Power
und wird erniedrigt mit weniger Power. Wenn man natürlich in so eine Situation kommt, kurz über dem Boden, kann man die Leistung ja nicht reduzieren, damit man wieder die Kontrolle erlangt über das Flugzeug, sondern einzig und allein durch Verringerung des Anstellwinkels erreicht man eine höhere Strömungsgeschwindigkeit über die Ruderflächen und gelangt so wieder zur Kontrolle über das Flugzeug. Also vorteilhaft ist es, wenn man im Bodeneffekt bleibt, den Anstellwinkel reduziert und auf eine sichere Geschwindigkeit, in diesem Fall Vx von 64, beschleunigt und dann den Bodeneffekt verlässt und erst ab einer sicheren Höhe dann die Klappen langsam einfährt. Es gibt zahlreiche Unfälle, die man beobachten kann, konnte, die auf diesen Effekt von Minimum Control Speed zurückzuführen sind.